Let's go to the bathroom. Okay. So you can deal in it. Oh, Schwalbenschwanz. Wo ist das Labor? Achtur. Mal sehen, was ist ein guter Frühlingslook? Etwas Luftiges auf jeden Fall. Lauschst du mich? Natürlich tust du das. Natürlich sieht mit dir ähnlich. Heiliger Bereich. Schwärmer. Den habe ich noch mit. Besuche Lin im Labor.
Awombi, willkommen im Labor. Ich habe dich schon erwartet. Natürlich, ich weiß bereits über alles Bescheid, was während deines Tauchgangs passiert ist. Mir ist gelungen, den Sonnenorb zu aktivieren. Ich habe alles aus Kibbles Perspektive mitverfolgt. Ich bin froh, dass der Ozean endlich jemanden gefunden hat, der würdig ist. Noch wichtiger ist jedoch, dass ich dir eine Erklärung schulde. Bitte folge mir in mein Geheimversteck und ich erkläre dir alles. Wo soll ich anfangen? Nun ja, vor vielen, vielen Jahren habe ich Superkorallen wie diese hier rund um Coral Island gepflanzt. Sie wurden speziell dafür gezüchtet, steigenden Temperaturen im Ozean und feindlichen Umgebungen zu überleben. Der Raum, in dem wir uns aufhalten, enthält MERV, eine alte Technologie, die diese hartnäckige, ölverschmierten Wurzeln entfernen und die kranken Korallen heilen kann. Was du im Ozean gesehen hast, wie soll ich es sagen? Ganz einfach ausgedrückt, nehmen wir ein bisschen davon, was eine Superkoralle gesund macht, und übertragen es auf die anderen Korallen, kranken Korallen, damit sie wieder gesund werden. Mit der Kombination aus Humanwissenschaft, ein wenig Magie und der alten Technologie kann sich der Ozean erholen. Das ist jetzt viel zu verdauen und ich bin mir sicher, du hast noch Fragen, aber mehr kann ich dir nicht sagen. Den Rest musst du selbst herausfinden. Wie versprochen darfst du dir den Tauchanzug behalten. Eins noch, bevor ich dich gehen lasse. Ich möchte, dass du Folgendes weißt: Obwohl du als würdig erachtet wurdest, bist du nicht der Einzige da draußen, der so eingeschätzt wird. Hoffentlich ist das nicht falsch rübergekommen. Ich möchte nicht, dass du das Gefühl hast, dies wäre ein Los, dem du nicht entfliehen kannst. Es gibt nichts Schlimmeres als das. Denk nochmals, dass du vorbeikommen. Danke nochmal, dass du vorbeigekommen bist, Lombi. Neue Aufgabe, erkunde das Meer. Korallenstellen heilen. 25. 25. Naja. Ich bin dafür gerade echt nicht in Stimmung, Bombi. Richtig? Macy, ich habe ein paar gute Aufnahmen von dem Kugelfisch-Meeting. Es war so krass. Ich dachte, alle würden gleich explodieren oder so. Richtig gruselig eigentlich. Puh.
Die Sonne ist heute zu grell, da tun mir die Augen weh. Aber zum Fotografieren ist das Licht so gut. Herr Kleiner, der Wind fühlt sich so gut an. Aber öffne den Mund bloß nicht zu weit, sonst weht dir noch Sand in den Mund. Willst du in diesem Frühling Blumen anpflanzen? Ich kann sehr viel anpflanzen, da wir am Strand leben. Im Sand funktioniert das einfach nicht. Aber selbst wenn ich Land besitzen würde, würde ich vermutlich nichts anpflanzen. Ich mache mir nichts aus Gartenarbeit. Eva, ich halte es für gut, dass es ein Starlet ein neues Gesicht gibt. Eine frische Perspektive macht alles besser. Und es ist genauso wunderschön anzusehen, dass die Farm wieder floriert. Du machst einen tollen Job. Coral Island ist im Frühling so wunderschön. Ich bin so froh, dass ich hierher gezogen bin. Die sandige Luft streift über dein Gesicht. Rette die Lebewesen im Wasser. Versuchen, versperrt. Du drängst dich besser nicht auf. Hallo Eva.
Also so, dass ich gerade einen Artikel über Schäden schreiben wollte, die Ölbohrunternehmen anrichten, und jetzt ist eine mitten in unserer Heimat aufgetaucht. Ich sehe immer mehr Echsen, sogar meine Echse Tin ist jetzt viel aktiver. Tin ist sehr gern unterwegs. Das Kälbchen bleibt nur selten in seinem kleinen grün gläsernen Zimmer. Ein Abenteurer. Was zu bedeuten? Emily, es ist ein viel zu schöner Tag, um drin zu bleiben, nicht wahr? Um deine Farm hat sich lange niemand gekümmert. Du hättest sehen sollen, das war kein schöner Anblick. Bürgermeister Conn wollte aus der Farm deiner Großeltern einen Gemeinschaftsgarten machen, bevor du zugezogen bist. Ich bin übrigens froh, dass du das getan hast. Jetzt wird sich jemand um das Land kümmern. Jupp. Beschlossen. Öffnen, 12 Uhr bis. Kalender. Theo, mein Hals fühlt sich ganz kratzig an. Das kommt wohl davon, dass ich gestern Nacht zu viel Bananenkrapfen gegessen habe. Valentina, man sagt, dass Kaffee dich nachts wach hält und dass du von zu viel Kaffee Kopfschmerzen bekommst. Juri ist meine Lieblingsärztin, sie ist super cool. Aber wenn ich die kleinste Erkältung habe, sagt sie mir immer, nicht zu lange surfen. Nicht dies, nicht das. Klinik geschlossen. Tasche aufwerten. 1500. Wir planen das mental. Ihr 20.
Das Fische hier in diesem Teich. Schau, ob ich da noch etwas abgeben kann, oder ob ich da Scheiß kaputt.
Hast du offen? Ja. Oder doch nicht? Sorry, wir haben derzeit geschlossen. Nicht, wo Fische sind. Was bedeuten die vielen Echsen? Um schnell in den Wald zu kommen, bietet dem Waldbaum zwei Gaben dar. Ins Bett gehen.
Montag 15. Sarà di qualcuno mi è venuto. Schule mit Oliver am Strand. So viel Spaß. Aber dann bekommen wir nach einer Weile Hunger. Also gehen wir nach Hause. Manchmal ist die Schule langweilig. Du liest die ganze Zeit diese schweren Bücher. Mist. Alice. Ah, endlich wieder Montag. Ist alles in Ordnung? Ja, danke, Wombi.
Zu dieser Jahreszeit ist es auf Coral Island immer wunderschön. Es ist das ganze Jahr über schön, aber im Frühling blüht sie so richtig auf. Das Meer ist immer noch kalt, auch wenn die Luft jetzt wärmer ist. Ich möchte noch nicht von meinem Bootsdeck köpfen. Köpfen. Suki? An Montagen laufe ich zum Wald aus, wenn es morgen früh jogge ich in den Wald. Normalerweise laufe ich zum Gasthaus zurück, nachdem ich Val zur Schule gebracht habe. Narzisse, du dachtest, ich würde das mögen? Hahaha, nein, ich schätze nur, es ist perfekt. Auch thank you.
Inventar ist schon wieder voll. Also zu meiner Farm. Hier liegt Nenek. Hier liegt Nenek. Ich säubere bloß ein wenig Moos von den Steinen. Ich mag den kalten Wind, er fühlt sich im Gesicht angenehm an. Nach einem Tag vor dem heißen Schmelzofen. Schneekugel, Artefakt, Silberner Seetang, Granit, Bronze Seetang. Und ich da wieder ein paar Sachen abgeben. Kugel, Granit. Raps, Wasabi, Spaghetti. Was für ein schöner Tag. Vielleicht backe ich später ein paar Mondkuchen, die ich abends mit einer Tasse Tee genießen kann. Natürlich weiß ich, wie man Mondkuchen backt. Ich backe nicht nur Kekse. Pablo hilft mir, die kaputten Futterhäuschen zu reparieren. Er und sein Bruder sind handwerklich sehr geschickt. Zwei Kokosnuss. Ah, jetzt keine Kokosnuss.
Fahrradschwärmer. Composed. Heiliger Bereich. Ja, dann gehen wir doch zurück nach Hause. Abgeschlossen. Jetzt, da du einen Extraktor hast, solltest du versuchen, Bronze-Setang-Essenz herzustellen. Für eine Flasche musst du 10 Bronze-Setang und ein Glas Extraktor kombinieren. Journal.
Nein, das haben wir gesagt, das war. Swiss. Ihr Kanal Mubang Muk Mua, hallo liebe Mitmucks. Willkommen zurück zu Mubang. Hier ist Muk Alas. Die Qualitätsgras aus Pokio und Tosaka. Mu ist. Es ist schwer. Ich brauche Mu-Assistenten. Heute ist Muckgras von einer Insel südlich von Pokio. Mucks sagen, das war das Letzte, was es auf der Welt gibt. Farmer, die es anbauen, sind weg. Muck wird beurteilen, ob es schlimm war oder nicht, dass es verschwunden ist. Mumpf, Mumpf, Mumpf. Muck schmeckt Erde und Frische. Muck mag. Zeit mehr zu essen. Mu. Mumpf, Mumpf. Etwas ist komisch. Muck hat kein Grün darin geschmeckt. Was könnte es sein, Mucks? Gras der falschen Jahreszeit. Farmer baut nichts außerhalb der richtigen Saison an. Er macht es kaputt. Okay? Mu. Muck mag das nicht ma nochmal essen. Weg, Mu. Das war meine Lieblingsschüssel. Wie schade, Mu. Das ist für heute alles. Nächste Woche bewertet Muck Heu aus Pokio mit Pokohühnchen. Bis nächste Woche. Eine Kuh, die Hühnchen isst. Jetzt wird gehen. Ein Machglas. Viel gerettet. Frage mein Handwerksrezept behilfsmäßiger Bogen. Inventory. Erhöht Chance, dass Feldfrüchte schneller wachsen. Ja. Einmachglas. Hydro 1. Eine Chance, dass der Boden über Nacht bewässert bleibt, wenn er mit Erde gemischt wird. Combat.